Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Darf ich Ihnen sagen, ich habe mich über die Parteitagsrede des regierenden Bürgermeisters sehr gefreut. Klang das doch, als sei das Thema Schulsanierung und Schulneubau tatsächlich endlich ganz oben auf der politischen Agenda in Berlin angekommen. Bis jetzt war und ist davon nämlich leider sehr wenig zu merken gewesen, wenig davon, dass der Senat weiß, dass zu einer wachsenden Stadt auch Schulen gehören. Für den Senat hieß bis jetzt wachsende Stadt Wohnungsbau. Sie haben ein Bündnis für Wohnungsbau gegründet. Sie haben die Landesunternehmen verpflichtet, Wohnungsbau zu betreiben. Sie haben ein Projekt ausgeschrieben für innovativen Wohnungsbau, alles Mögliche. Und ja, Sie haben auch Kita-Ausbauprogramme. Und zu all dem sage ich, das ist völlig okay, das ist völlig richtig. Aber, lieber Senat und auch lieber Stadtentwicklungssenator, eine Stadt braucht mehr als nur einen Wohnungsbausenator. Eine Stadt muss einen Stadtentwicklungssenator von der Infrastruktur her denken, vom Verkehr und eben auch von den Schulen. Und ich sage, ein Land, das mindestens 8, 9 Jahre braucht, eher mehr, eher siehe Tesla, 12 bis 13, ein Land, das über 9 Jahre braucht, um eine Schule zu bauen, kann sich einfach nicht leisten, Bevölkerungstrends zu verschlafen. Schulen sollten bei der Stadtentwicklung eine zentrale Rolle spielen, im Kiez verankert sein. Schulen sind riesige Areale im Bereich der Stadtentwicklung. Und ich bin sehr gespannt, wie Sie es schaffen wollen, im Nachhinein, vor allem in der verdichteten Innenstadt, im Innenstadtring, noch Schulen zu bauen. 86.000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler in den nächsten 8 bis 9 Jahren. Das bedeutet 80 bis 100 Schulen, die noch nicht geplant sind, noch keine Planungen existieren. Und für diesen Kraftakt zu schaffen, da müssten wir jetzt mal schaffen, endlich das Land und Bezirk an einem Strang ziehen. Sie aber setzen stattdessen auf Rechtfertigungsrhetorik, werden Sie gleich auch wieder machen, Herr Oberg. Sie sagen, wir machen doch schon so viel, und Sie beschimpfen die Opposition, und Sie setzen ansonsten vor allem auf mobile Ergänzungsbauten und Verdichtung. Und das hat mittlerweile verheerende Auswirkungen. Der Ganztag kann nicht mehr vernünftig organisiert werden, wo Bewegungsraum fehlt, wo sich die Kinder in den Mensa zum Mittagessen stapeln müssen. Die Qualität leidet bei der individuellen Förderung, wenn ich keinen Teilungsunterricht mehr machen kann. Sie versetzen ganz nebenbei dem jahrgangsübergreifenden Unterricht den Todesstoß, wenn ich keine Altersmischung mehr hinkriege in den Klassen. Mit anderen Worten, die ganzen Verbesserungen, denen wir alle jahrelang gekämpft haben, zerstören Sie im Handstreich durch Ihre Kurzsichtigkeit. Und wir diskutieren jetzt schon seit vier Jahren über Schulsanierung und Schulneubau. Und die Antwort der Senatorin ist eine Taskforce-Beschleunigung. Eine Taskforce-Beschleunigung mit 11 Projekten, die bereits etatisiert und finanziert und geplant sind. Ich sage, wer im Moment bei einer Taskforce einsetzt und die Frage der Standorte, die wir brauchen, der Grundstücke, die noch baufrei gemacht werden müssen, nicht einbezieht, der hat überhaupt nichts verstanden. Oder er meint weiter mit politischen Luftnummern durchzukommen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen, ich glaube, die Politik muss jetzt zurzeit endlich mal zeigen, dass sie ein Problem auch lösen kann. Und ich schiebe gerne ein, das heißt, ich muss an der Stelle sagen, was Sie gestern im Hauptausschuss gemacht haben mit der Gerhard-Hauptmann-Schule, wo es auch um die Unterbringung und spätere Beschulung von Kindern geht, dass Sie lieber 100 Kinder und Erwachsene weiter in Turnhallen leben lassen, als sie in eine Gemeinschaftsunterkunft unterzubringen. Da hört jeder politische Spaß auf. Das ist einfach moralisch niedrig. Und ja, auch wegen der Flüchtlinge brauchen wir dringend schnelle neue Schulen. Aber nicht nur deshalb. Hätten wir früh genug reagiert, würden wir die locker mit unterbringen. Und ich sage auch, ich dachte, als beim Gebäudescan für die Erhebung des Sanierungsstaus, dass Sie diese Nummer machen, da 2 Jahre dran zu arbeiten, damit Sie in Ruhe einen Plan erstellen können. Jetzt sind 1,5 Jahre rum und Sie haben nichts. Was wir stattdessen hören, ist wieder das übliche Verantwortungspingpong. Ja, die Bezirke haben nicht richtig erhoben, oder nein, das Land ist böse und will die Zahlen nicht haben, oder die Bezirke haben das Geld falsch ausgegeben.
Ich wünsche mir, jetzt ist er leider nicht da, dass der regierende Bürgermeister, der das zur Chefsache erklärt hat, das auch wirklich tut, ein Konzept vorlegt, wie wir mal wieder in die Vorderhand kommen, genug Schulen haben, und zwar gute Schulen, wie wir sie dann auch dauerhaft in Schuss halten und betreiben, ein Konzept, wie wir dauerhaft schneller und effizienter werden, Mittel bündeln, Prozesse straffen und verhindern, dass die Gebäude jemals wieder in einen so schlechten Zustand zurückfallen können, wie viele jetzt im Moment sind. Und ich sage, daran werden nicht nur wir als Grüne Sie messen. Messen werden Sie die Bürgerinnen und Bürger, die Eltern und all die Schülerinnen und Pädagoginnen, die Hausmeister und die Mitarbeiterinnen in den Bezirken. All die spüren nämlich jeden Tag am eigenen Leib, was funktioniert und was nicht. Vielen Dank.